Moin, grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und diesmal geht es um den Fendt 700-800 TMS. Da kam ein schönes Update wieder. Den schauen wir uns mal an. So, da haben wir ihn. So, einmal der 711er Vario mit 115 PS, 712er Vario mit 120 PS, 714 Vario mit 140 PS, 716 Vario mit 160 PS, dann der 815er mit 150 PS, 817er mit 170 PS, 818 mit 185 PS, 820 gibt es gar nicht. Okay. Gut, dann haben wir die Trillebock-Reifen in Standard. Radgewichte, Standard 2. Radgewichte, Breitreifen, Breitreifengewichte, Zwillingsbereifung hinten, komplett. Pflegebereifung, Standard. Dann haben wir die Michelin in Standard. Radgewichte, Standard 2. Radgewichte, Breitreifen. Reifen, Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, komplett, Pflegebereifung, Standard. Dann haben wir die Conti in Standard, Radgewichte, Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen, Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, komplett, Pflegebereifung, Standard. Die Mitas in Standard, Radgewichte, Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifengewichte, Zwillingsreifung hinten, komplett, Pflegebereifung, Standard. BKT, Standard, Radgewichte, Standard 2, Radgewichte 2. Genau. Breitreifen, 600 durch 710. Wer hält? Was ist das? Ich sehe jetzt keinen Unterschied. 610 White. Oh. Das sind schon. Ja. Schönes Pushen. 610 White Inverted. Breitreifen und Gewichte. Zinsreifung hinten. Komplett Pflegebereifung Standard. Die Fräsescheiben Standard, Radgewichte Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifengewichte, Zwillingsbereifung hinten komplett Pflegebereifung Standard. Die Nokian Standard, Standard 2, Kommunal Standard. Trelleborg, die hatten wir schon. Genau. So, hier waren das jetzt. BKT war das, glaube ich, ne? Ja. Ja, das sind noch schöne Socken. Auspuffblende, Original. Chromauspuff, Design. Original. Okay. Aber da jetzt. Okay. Alles gut. Frontanbauteile. Federhalter. Frontladerschutz. Frontladerschutz mit Seil. Nein, aber das sieht ganz gut aus. Das machen wir mal. Dieselrost. Ja, nein. Und umleuchten. Linksdesign 1. Rechtsdesign 1. Links und rechts Design 1. Jetzt haben wir links Design 2. Rechts, links. Nein. Nehmen wir mal die. Lenkknauf. Ja, nein. Sieht man das? Ja. Teppich. Ja,
Nein, wir machen mal auch rein. Luftfilter, neue Luftfilter, alter Luftfilter. Wir machen mal den alten ran. Flaggen. Ja, nein, Flaggen brauchen wir nicht. Anhängerkupplung, keine Hydraulik. Panzer, Heber ohne Zapfwelle. Und Heber mit Zapfwelle. Keine. Wir nehmen den natürlich, ne? Lichter, Halogen, LED. Ich lasse mal auf alt. So. Internationalkontrolle, das lassen wir drin. So, jetzt haben wir Fendt, hellgrün, dunkelgrün, Black Beauty, Fendt Petrolblau, Kommunal, Rot, Weiß. Designfarbe, das gleiche, in hellgrün, in grau, in dunkelgrün, Black Beauty, Petrolblau, Kommunal, Rot, Weiß. Felgenfarbe, Fendt-Rot, Black Beauty, also schwarz, grau, nee, weiß soll das sein, okay, weiß, beige. Kennzeichen, ob das funktioniert. So. Reifenluftdruck. Ah, das war das. So, machen wir gleich mal von hier aus. Dann werden wir mal starten. Wow, das sieht doch nicht schlecht an. Radio, jo, können wir auch anmachen. Also richtig klasse hier. Warme Lenker. Was haben wir hier noch? Ah, der Sitz. Cool. Armlehne runter. Okay, ich glaube jetzt haben wir den schon. Weiß ich gar nicht. Haben wir alle an, ne? Oh ja, einer tut sich auch gut. Wow. Gefällt mir. Nicht schlecht. So, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch viel Spaß damit. Passt euch auf, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.